Im Technologie- und Innovationspark drehte sich am Dienstagabend alles um das Thema Tischtennis. Das Jenaer Startup Janova stellte sein Smart Racket vor, einen Tischtennisschläger mit im Griff eingebauten Sensoren. Diese messen beim Spielen die Schlagart und das Schlagtempo und sammeln 10.000 Daten pro Sekunde. Mit einer App können Tischtennisspieler anschließend ihre Technik analysieren und Fehlerquellen finden. Für die weitere Entwicklung setzt das Unternehmen auf eine Crowdfunding-Kampagne. Das bedeutet, dass Geld von Privatpersonen gesammelt wird, die ab einer Spendensumme von 170 Euro einen Tischtennisschläger erhalten. So sollen 50.000 Euro zusammenkommen. Ja, als Startup ist es natürlich ganz, ganz schwer, im Markt Fuß zu fassen. Wir haben hier ein total neues Produkt. Und unsere Idee war einfach, das mit der Tischtennis-Community zu teilen. Das heißt Kickstarter, also Crowdfunding, zu betreiben. Wir stellen heute quasi diesen neuen Tischtennisschläger vor und sind ganz gespannt, ob die Tischtennisszene darauf abgeht. Zum Start der Crowdfunding-Kampagne zeigte auch die Thüringer Staatssekretärin für Wirtschaftsförderung, Dr. Katja Böhler, ihre Begeisterung für den innovativen Schläger. Für den Freistaat sei die Unterstützung von Gründern ein wichtiges Anliegen. Sie erhalten beispielsweise kostenlose Beratungen und es gibt einen jährlichen Gründerpreis. Im vergangenen Jahr belegte die Janova GmbH dabei einen zweiten Platz. Gründer treffen im Technologie- und Innovationspark TIP außerdem auf ideale Startbedingungen. In den ersten Jahren können sie die Räume mietfrei nutzen und sich so auf ihren Markteintritt vorbereiten. Auch Oberbürgermeister Thomas Nitsche testete das Smart Racket ausgiebig und zeigte sich überzeugt von der innovativen Verbindung zwischen künstlicher Intelligenz und physikalischen Möglichkeiten. Als Jugendlicher hat er selbst viel Tischtennis gespielt. Ich habe hier schon mal ein paar Schläge gemacht und gespielt, gemerkt, oh, da ist noch Lust drauf. Ist lange her, dass ich das letzte Mal wirklich gespielt habe. Und wenn man quasi direkt sehen kann, was man tut und wie die Schläge wirken, das ist ja wunderbar. Und wenn man da dann systematisch ein Training drauf aufbauen kann, großartig. Also ich wünsche dem Startup wirklich Riesenerfolg. Der Markt ist ja riesig. Es sind hunderte Millionen Tischtennisspieler weltweit. Wenn dann nur jeder Hundertste die Idee gut findet und sich so einen Schläger zulegt, dann gibt es hier einen riesen wirtschaftlichen Erfolg. Die Idee für das Smart Racket kam dem studierten Physiker Simon Stützer durch ein anderes Hobby, das Joggen. Dabei sammeln viele Freizeitsportler Daten, die sich mit Handy-Apps auswerten lassen. Genau das war im Tischtennis bislang nicht möglich. Simon Stützer selbst spielt schon seit dem Jahr 2000 und damals wie heute bestehen Schläger ausschließlich aus Holz und Gummi. Daran wollte er etwas ändern und den Schläger ins digitale Zeitalter bringen. Als Experimentalphysiker entwickelte er den ersten Prototyp im November 2020 innerhalb von 3 Tagen. Aber die Weiterentwicklung ist bis heute nicht abgeschlossen. Wir machen Software, also Tischtennisschläger machen andere. Wir machen den Sensor da drin und wir werten die Daten aus. Und Software, sagt der Name schon, die ist nie fertig. Das heißt, die App kann jetzt was, die misst deine Daten, die entdeckt deine Schläge, wenn du deine Trainingssession hast, Geschwindigkeiten, Fehler etc., Intensitäten, Kalorien werden gemessen, aber am Ende sind wir natürlich nicht. Zunächst richtet sich das Angebot vor allem an Profis, was sich auch am Preis zeigt. In Zukunft soll der Schläger aber auch für die breite Masse erschwinglich werden. Auf www.kickstarter.com können Tischtennisspieler die Weiterentwicklung noch bis zum 7. April unterstützen. Anfang Dezember sollen die ersten Smart Rackets ausgeliefert werden.